Moin! Und Shalom! Hallo und willkommen zum Online-Talk von Sarah und mir. Ja, hier wollen Jenny und ich vor allen Dingen darüber sprechen, über die ganzen News aus Deutschland, aus Israel und auch aus der Welt, aus der jüdisch-israelischen Perspektive. Genau. Und kurz was zu uns. Ich bin Jenny Havemann. Ich bin Unternehmerin, Bloggerin und Speakerin. Und ich bin Sarah Fantel, ich bin Reporterin und berichte hier aus Israel und gerade erst Mama geworden. Genau. Und wir wollen euch kurz erzählen, was in dieser Folge los ist. Also, folgende Themen erwarten euch in dieser Folge, in unserer ersten Folge. Wir sprechen über die Nazi-Demos in Deutschland. Wir werden über Lisa Eckert sprechen. Was noch, Sarah? Wir sprechen auf jeden Fall auch ein bisschen über den Libanon und wir sprechen auch über die Demonstrationen, die in Israel stattfinden gegen Benjamin Netanyahu und was so ein bisschen mit den Wahlen ansteht bei uns. Genau, also spannende Themen heute. Und ja, natürlich, selbstverständlich könnt ihr auch uns noch Fragen stellen und wir versuchen die entweder am Ende von eben jedem Thema oder halt am Ende der Folge dann zu beantworten, ne? Sarah. Der Beste. Ja, dann lass mal loslegen, würde ich sagen. Ach so, wir haben Ja. uns ja noch eine Kategorie überlegt. Genau, wir haben uns was ganz Lustiges überlegt. Und zwar wollen wir immer vom Highlight der Woche aus Israel berichten, unser persönliches Highlight. Also es hat meistens wahrscheinlich nichts mit Politik unbedingt zu tun, sondern so ein bisschen aus dem Lebensalltag. Aber mal gucken, was so kommt. Was ist denn dein Highlight der Woche? Du darfst direkt anfangen. Ja, mein Highlight der Woche ist tatsächlich diese Woche Twitter. Denn ich habe was ganz Besonderes diese Woche. Ich durfte nämlich den Account von der lieben Jasmina Quadromilf übernehmen Ziemlich und cool. eben, ja, von ihrem Account bisschen was für ihre Community zum Thema Antisemitismus, Leben in Israel und ja, sonstige Themen, die sonst auch auf meinem eben Twitter-Profil stattfinden, dann auf ihrem Profil ja, zu erzählen. Und das ist bisher, also es hat halt am Montag angefangen, jetzt Donnerstag, auf jeden Fall mega, mega spannend, mal mit einer ganz anderen Community, mit einer neuen Community über diese Themen zu sprechen. Es kommen natürlich ganz andere dann Kommentare und Fragen, als jetzt ich gewohnt bin von meiner Community. Also, das ist auf jeden Fall mein Highlight. Was war bei dir denn Hast auf jeden los? Fall auch genossen, weil deine Tweets sind sehr witzig und so ein bisschen frecher als sonst. Auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Gehört dazu für uns alle zum Highlight. Mein persönliches Highlight ist nicht ganz so cool wie deins. Und zwar, ich liebe Avocados. Und in Israel gibt es super leckere Avocados und super günstig eigentlich Avocados. Also wenn Menschen aus Deutschland herkommen, mein Papa zum Beispiel, der war wirklich so, wow, was für tolle Avocados und so günstig. Jetzt gerade. Ich wusste es nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, ist keine Avocado-Zeit. Wir waren hier auf dem Schuh und mein Mann wollte mir Avocados mitbringen, wie immer. Und dann hieß es, das Kilo Avocado kostet 100 Schekel. Das sind umgerechnet 25 Euro. Und du kriegst dafür vielleicht so zwei, drei Avocados. Wir haben die Avocados noch nicht gekauft. Das war einfach zu teuer. Und auch die anderen Leute, die um uns herum waren und Avocados kaufen wollten, haben sie wieder weggelegt, weil sie sind tatsächlich, es war ihr Thema auch in den Nachrichten sogar, im Moment scheinbar nicht so reif und gut. Das war mein trauriges Highlight der Woche. Keine Avocados für mich. Alle überteuert. Ja. Absolut. Ehrlich gesagt, seit 2 Wochen laufe ich durch alle Läden und suche Avocados. Gibt es gar keinen Moment Ich habe bei das sogar dir? in meinen Instagram-Stories erzählt. Und gibt es keine? Gibt es keine, sind sie dir einfach zu teuer? Nein, ich habe nur, ich, nein, es gab, also es, tatsächlich gab es in den meisten Supermärkten gar keine. Dann habe ich gesagt, so, dann gehe ich zu meinem Gemüsehändler. Und da gab es die tatsächlich so, wie du das sagst, für 100 Schekel das Kilo. Ein bisschen viel. Nee. Zwei, drei Avocados für 25 Euro. Naja. Nee. So, jetzt kommen Ja. wir auch zu den wichtigen Dingen aus Israel. Genau, und Deutschland. Ja, dann lass mal mit dem ersten Thema anfangen. Das war ja,
Ja, erstmal sind wir bei Deutschland und später gehen wir dann nach Israel rüber, beziehungsweise Nahen Osten. Das erste Thema wollten wir Nazi-Demo in Deutschland besprechen. Und ja, also ich habe mir ehrlich gesagt zu dem Thema erstmal überlegt, dass wir das ja, wir haben das ja so einfach mal reingeworfen, so Nazi-Demo in Deutschland. Aber ich dachte so, kann man das eigentlich so nennen? Also findest du das eine gute Bezeichnung, Nazi-Demo? Das ist ja schon ziemlich Also, krass. ja, rübergeschwappt ist es zu mir auch unter diesem Begriff tatsächlich. Und dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, weil wir sind nicht in Deutschland, wir sind nicht vor Ort. Aber wenn man sich dann die News anguckt, es war ja eigentlich, glaube ich, eine offizielle Anti-Corona-Demo. Und da gab es ja super viele verschiedenes Publikum. Und es ist ja jetzt ja kein Nazi-Aufmarsch in dem Fall gewesen, was man sich wahrscheinlich unter einer Nazi-Demo erstmal vorstellen würde. Ich habe dann auch bei ein paar Leuten gesehen, denen ich folge auf Instagram, die dann das halt von dort Bilder gepostet haben oder Videos. Die haben natürlich auch Ausschnitte genommen dann mit diesen Nazis und den Flaggen und so weiter. Dann gewinnt das natürlich so ein bisschen an Geschwindigkeit. Als Reporterin, ne, muss man aber auch immer so ein bisschen aufpassen, sich das Ganze angucken, das große Bild. Ich glaube, es ist keine generelle Nazi-Demo, aber ich bin trotzdem schockiert darüber, dass Menschen mit so T-Shirts da waren, Zukunft Heimat und diese Flaggen gewählt sind. Es waren Menschen da mit Hakenkreuz-Tattoos. Das hat auf jeden Fall einen sehr bitteren Beigeschmack bei einer Demo, die ich generell schon nicht unterstützen würde, eine Anti-Corona-Demo. Aber das ist natürlich eine Meinungsäußerung. Das muss man dann auch einfach akzeptieren. Aber Nazis, finde ich, muss man einfach nicht akzeptieren bei keiner Demo. Ja, also ehrlich gesagt, also ich bin da, ja, das ist vielleicht auch so ein, das Coole sozusagen bei unserer Konstellation, weil du ja, klar, du machst es jetzt unsere Show ja privat, aber du bist ja auch mit einem journalistischen Background, ne? Das habe ich ja nicht. Deswegen bin ich da ja vielleicht krasser in der Beurteilung als jetzt als Bloggerin. Bin jetzt nicht verpflichtet, irgendwie das objektiv zu betrachten, was ich für Journalisten total, also mega wichtig finde. Aber ich finde schon, dass man das so nennen kann. Wenn da eben so viele Nazis mitlaufen, dann ist das eine Nazi-Demo in meinen Augen. Und ich bin wirklich total schockiert. Also ich bin schockiert, dass da Leute mitlaufen. Und zwar egal aus welchen Gründen. Also sorry, ich würde nicht bei einer Nazi-Demo mitlaufen, egal ob ich da mit einigen Argumenten irgendwie einverstanden bin oder nicht. Das geht einfach nicht. Und da waren ja nicht nur Nazis, sondern auch Verschwörungstheoretiker. Ob die jetzt unter denen irgendwie Nazis sind oder nicht, keine Ahnung. Aber an sich ist natürlich auch Verschwörungstheoretiker eine sehr gefährliche Gruppe, die ja auch sehr, sehr oft ja in diese rechte Ecke ja auch quasi einzuordnen sind. Also ja, Ich das war frage schon mich, wie schockierend. das für Leute war, die da mitgelaufen sind, wirklich vielleicht aus Anti-Corona-Gründen. Und dann finden die sich plötzlich in so einem Publikum wieder. Ne? Das ist natürlich auch blöd. Aber ja, dann müsste man sich davon doch trotzdem sofort distanzieren. Ja, aber ich weiß nicht, also das ist halt gut. Ich will jetzt niemanden irgendwie unterstellen, dass die das wussten, nicht wussten. Aber ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass die Leute überhaupt nicht wussten, was da für Gruppen das organisieren. Ja, gut. Also, weißt du, was ich meine? Also da muss man schon total irgendwie blind da irgendwie hinlaufen. Also man weiß ja, Ich sehe, dass wo. einige total blind hingelaufen sind. Das kann sein. Aber ich fand, also noch ein Aspekt vielleicht, wie fandest du eigentlich die Geschichte mit Dunja Hayali? Die ist da ja reingegangen, hat auch versucht, mit den Leuten zu diskutieren und wurde ja, und da wurden ja verschiedene Sachen, sie wurde kritisiert. Manche haben gesagt, dass das richtig war, dass sie das gemacht hat. Wie siehst du das? Also ich habe das tatsächlich nur am Rande mitbekommen. Ich habe mich jetzt gar nicht mehr mit ihr per se so viel beschäftigt. Ich mag sie sehr gerne. Wenn sie da reingelaufen ist, um mit den Menschen zu sprechen, finde ich, dass sie probiert es halt, ne? Aber
Die Lebensweisheit sagt mir, dass es mit diesen Menschen nichts zu diskutieren gibt. Also es ist zwar schön, dass sie das probiert, aber in so einer großen Demonstration, das scheint mir auch nicht der richtige Ort zu sein, um dann in Ruhe mit jemandem über sowas zu sprechen Ja, oder ich habe zu tatsächlich ihre Sendung geguckt, wo sie das machen. auch, ja, diesen Ausschnitt gezeigt hat. Die musste ja irgendwann da unterbrechen, weil sie halt echt bedroht wurden und dann irgendwann Leute sie halt ja, identifiziert haben als Dunja Hayali und dann angefangen haben zu schreien und die zu verfolgen und Lügenpresse und so weiter. Also. Meinungsfreiheit. Das finde ich auch super. Diese Leute pochen auf ihr Recht für Meinungsfreiheit. Wenn dann aber eine Journalistin dann kommt und auch ihr Recht ausübt, dann wird es Lügenpresse und die Frau wird gejagt. Da sieht man, also man kann mit den Leuten nicht sprechen. Es ist Ja, leider. wobei, also ich finde schon, also ich finde es wichtig, dass Leute wie, es gibt ja auch wie heißt der, Olaf Sundemeier, der ja so Extremismus-Experte, ne, der da immer bei solchen Demos auch mitläuft und guckt, was sind da eigentlich für Leute, also einfach aus quasi Expertenanalyse, das finde ich wichtig, dass da nicht nachher irgendwie erzählt wird, ja, nee, da gab es keine Nazis, sondern das sind halt Leute, die sich damit auskennen, mit auch ja, dieses Milieu auch kennen und da auch prominente rechte Extremisten, was auch immer, kennen und dann auch wissen, okay, da ist das einzuordnen. Und bei ihr, also ich finde es durchaus wichtig, also wie gesagt, bei Journalisten, die ja auch quasi deren Aufgabe das ist, ja zu berichten und auch objektiv zu berichten, finde ich das okay. Also ich fand das gut, dass sie das gemacht hat. Ja, man kann halt versuchen, mit den Leuten zu reden und zu gucken, wie die so drauf sind, um das auch ja, quasi zu reporten, ne? Also damit die Leute wissen, was da eigentlich los ist. Ja, aber also das finde ich schon gut. Muss halt aufpassen natürlich, das ist dann auch immer so eine Kritik, ob man den Leuten zu viel Bühne gibt. Weißt du, was meine? Also ich kann aus, auch noch mal aus journalistischer Sicht sagen, das will ich jetzt gar nicht Dunja unterstellen oder so, aber wenn man natürlich jemanden mit einem gewissen Background in so eine Nazi-Demo reinschickt, dann ist natürlich auch einkalkuliert, dass die Reaktionen so ausfallen, wie sie ausfallen. Und es ist natürlich auch dann medientauglich. Ich habe mal aus Israel berichtet, über als Trump Jerusalem zur Hauptstadt erklärt hat und so weiter. Das alles und ich habe hier auch Leute interviewt, die dagegen protestiert haben. Und ich habe erstmal nicht als Israelin und auch nicht als Jüdin erkennbar gegeben, sondern ich war einfach nur Journalistin aus Europa. Und das hat natürlich den Effekt, dass ich tatsächlich einfach in Ruhe ein Gespräch führen kann, ein Interview führen kann und sehr ehrliche Antworten bekomme. Und die Antworten waren schockierend. Es war wirklich schlimm. Und bei einem Mädchen habe ich dann auch hinterher gesagt, dass sie meinte auch so, ach, du bist so nett, aber sie hat so schlimm gegen Juden gehetzt. Und dann habe ich ihr gesagt, es tut mir wirklich leid, ich musste dir das jetzt sagen, aber ich bin Jüdin und Israelin. Die war wirklich baff. Und sie hat gemeint, du warst wirklich nett, aber ich würde jetzt nie wieder mit dir ein Wort sprechen, nichts mit dir zu tun haben. Und ich finde, du gehst genauso ins Meer gejagt wie alle anderen. Also ich krieg dann halt meine ehrliche Antwort, aber am Ende des Tages hilft es halt nichts, wenn man sich zu erkennen gibt. Dann irgendwie der Dialog kommt dann trotzdem ins Stocken an dem Punkt. Nicht Ja, immer, auf der aber. anderen Seite ist es halt auch wichtig, ne? Also, dass auch Zuschauer quasi sehen, was es tatsächlich für Meinungen gibt auf der anderen Seite, ne? Weil sonst wird das wieder so irgendwie abgetan, ach was, Antisemitismus gibt es ja gar nicht und Nazis, sowas haben wir schon seit 70 Jahren irgendwie nicht mehr, ne? Also, die sind dann plötzlich wieder auf dem Mond verschwunden. Die Nazis, die sind dann aus dem Nichts gekommen und wieder verschwunden. Also das Gefühl hat man irgendwie manchmal. Ne? Aus deutscher Sicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, es gab sowas alles nie, die das alles leugnen, aber ja. Genau. Das ist krasse Sache. Ja, noch vielleicht was ich auch noch überlegt habe, beziehungsweise, was denkst du denn, was man überhaupt da tun kann bei der, also kann man die verhindern, diese Nazi-Demos oder? Das ist ja ganz schwierig, auch gerade nochmal so als
aus dem Journalismus. Freie Meinungsäußerung ist für uns alle wichtig und das ist ein Recht, für das lange gekämpft wurde und das ist auch, das soll auch wirklich geschützt werden. Aber, und da können wir auch anknüpfen an die Lisa Eckert, es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen freier Meinungsäußerung, meiner Meinung nach, und dann unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung einfach rassistisch und antisemitistisch zu sein. Nazis haben für mich nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, weil wir sprechen davon, dass man Menschen den Tod wünscht, dass man, egal ob das jetzt Juden sind oder Schwarze sind oder Muslime sind, das meine ich jetzt aber ganz generell. Und Lisa Eckert sagt ja auch, das ist Humor und sie möchte das eigentlich entlarven und so weiter. Und es gibt einfach irgendwann doch Grenzen. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, nein, es gibt da keine Grenzen, aber es gibt Grenzen. Und wenn euch Juden sagen, es gibt eine Grenze, dann gibt es einfach mal eine Grenze. Und ich fand auch, ich habe so ein bisschen was von ihr gelesen, sie war irgendwie scheinbar im Urlaub und hat das Handy aus, hat es lange nicht mitbekommen, macht das Handy an. Das muss auch ein Schock gewesen sein für sie, keine Frage. Aber anstatt sich mal zu entschuldigen und sich vielleicht, ich rede jetzt auch gar nicht von denen, die sie ausgeladen haben und so, sondern ich rede wirklich von den Juden, dein Mann war ja auch dabei, die da wirklich auch gesagt haben, aber das ist verletzend und das schürt Hass und wir haben eben sowieso Antisemitismus, der ja immer mehr wächst. Anstatt einmal zu sagen, okay, Moment, da ist wirklich eine Gruppe, die sich davon verletzt fühlt und die es ja wissen müssen, weil sie ja Juden sind, dann würde ich doch sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich übers Ziel hinausgezogen bin. Aber nein, da kommt nichts, da kommt nur, nee, aber das darf man nicht so eng sehen. Warum erzählt mir denn jemand, wie ich mich dabei fühlen darf? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also. Ja, also ganz, ganz ehrlich, dass sie auch sagt, dass es überhaupt nicht antisemitisch gemeint ist, was sie da macht. Ehrlich gesagt, nehme ich ihr das überhaupt nicht ab. Also es ist einfach so, ja, man hat ja auch irgendwie so ein Gefühl, also auch bei Comedy, man spürt ja auch irgendwie, ne, ob das jetzt lustig gemeint ist oder ob das vielleicht dann doch irgendwie so, ne, ein bisschen doch irgendwo ernst gemeint ist. Also ich nehme ihr das nicht ab. Und lustigerweise hatte ich genau diese Gedanken, die du gerade geäußert hast, weil alle haben ja geschrien, Kunstfreiheit und Kunstfreiheit und das ist ja alles lustig und das muss ja alles erlaubt sein. Und das ist genau dieselbe quasi Gedankenkette hatte ich, genauso wie man es bei der Meinungsäußerung, es gibt Meinungsfreiheit, aber bei Hate Speech, bei Hetze, bei alles, was da halt eben auch bei den Nazi-Demos passiert und gesagt wird, das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja. Das ist einfach nur purer Hass und Hetze. Und genauso gilt das auch für die Kunstfreiheit. Genauso bei der Kunstfreiheit, wie du sagst, gibt es diese Grenzen und dann ist das irgendwann keine Kunst mehr. Ja. Also das ist dann, und das, wir sehen das in allen Bereichen, also es ist ja bei zum Beispiel bei Comics ist das ja genau dieselbe Geschichte, ne? Es gibt Comics, die sind besonders vielleicht, wie soll ich das ausdrücken, also so politisch brisant, aber die sind noch quasi okay, ne, also sind halt Meinungsäußerungen oder Kunstfreiheit, wie auch immer. Und dann gibt es halt dann schon Comics, die hatten wir ja schon so viele Male, die halt einfach antisemitisch waren. Also wo einfach nur ganz klar ist, dass es irgendwie einfach nur Hass auf Juden und diese, hey, diese Juden, die haben doch alle so viel Geld und also auch diese quasi positiven Vorurteile, die sind einfach antisemitisch. Und das führt ja, wir sehen das auch jetzt bei den Verschwörungstheoretikern, jetzt Hildmann etc., dass eben genau diese quasi positiven Vorurteile gegenüber Juden ja dazu führen, dass er jetzt irgendwie
60.000 Leuten erzählt, dass die Juden jetzt, weil sie ja so viel Geld und so viel Macht haben, irgendwie eine neue Weltordnung schaffen wollen. Ich frage mich immer, wo mein Scheck verloren gegangen ist. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe mal eine Frage an dich. Vielleicht auch an irgendwie, der jetzt zuschaut. Vor 100 Jahren hatte ich mir Attila Hildmann das vegane Kochbuch gekauft, weil ich mal eine Zeit lang vegan gelebt habe. Und das ja auch, wie du weißt, in der jüdischen Küche manchmal Sinn macht, dass man halt einfach nicht milchig kocht etc. Ich weiß nicht, was ich mit dem Buch machen soll. Ich muss es einfach wegschmeißen. Aber mein, also, nein, Spaß. Nein. Aber es ist so ärgerlich, weil ich denke mir so, der Mann, der soll doch einfach beim Kochen bleiben. Das Kochen hat er doch gar nicht schlecht gemacht. Warum fängt er jetzt mit so einem Mist an? Aber gut, das ist so ein bisschen auch wie Xavier Naidoo. Auch ein guter Musiker ist auch ein bisschen. Ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was mich mega aufgeregt hat, dass einfach prominente Leute jahrelang Xavier Naidoo verteidigt haben. Wo es so offensichtlich war, schon vor Jahren, dass er einfach antisemitische und rechte Scheiße, Entschuldigung, von sich gegeben hat. Und dann irgendwie... Er ist ja Antisemit und Rassist und Verschwörungstheoretiker. Wirklich? So, überrascht. Really? Ja, und es ist sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Guten Morgen. Und das ist zum Beispiel das, was ich immer schon in allen quasi Interviews irgendwie immer wieder sage, dass man darf das nicht unterschätzen, weil wenn man das lange genug unterschätzt, diese, egal was das ist, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, dann wächst das und dann irgendwann explodiert das. Ja, was so. Ich traurig finde, warum ist das eigentlich alles in so einem Land wie Deutschland möglich? Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Artikel darüber geschrieben, bei welchem Preis war denn das? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da wurde, war es der Echo? Ich weiß es nicht, aber da wurde auf jeden Fall Künstler, diese Hip-Hopper wurden da ausgezeichnet, die über die ausgehungerten Körper in Auschwitz gerappt haben. Ich dachte echt, also den Vorwurf kann ich ja noch nicht mal denen machen. Ich mache den Vorwurf den Menschen, die in Deutschland leben, diese Platten kaufen, diese Bücher kaufen, diese Musik kaufen, zu diesen Konzerten gehen, diese Preise vergeben. Denn warum ist denn da, also warum wird er nicht härter durchgegriffen? Warum wird er nicht gesagt, hey, halt, stopp, das ist halt einfach nicht mehr Kunstfreiheit. Und ich meine, jetzt wurde ja die Lisa Eckert auch wieder eingeladen. Also das finde ich auch total schwammig, ausladen, einladen. Es ist so ein bisschen, bleibt doch einfach mal bei eurer Linie. Und die Linie ist auch gar nicht falsch gewesen, nur weil ein paar Leute gesagt haben, ist halt nicht cool. Ja, aber sie wurde ja, also es war ja irgendwie anders. Also sie wurde ja nicht ausgeladen, weil das kritisiert wurde. Und ach, stimmt. Das finde ich ja schon am traurigsten. Ja, die haben irgendwie behauptet, es gäbe irgendwelche Warnungen. Sicherheit, irgendwelche Bedenken, whatever. Ich sehe hier gerade eine Frage von Twitter. Macht es für euch einen Unterschied, von wem solche Witze kommen? Beispielsweise Böhmermann. Also wahrscheinlich ist gemeint sein Schmähgedicht, ob das jetzt Kunstfreiheit war. Also wenn man jetzt mich fragen würde, macht es einen Unterschied, ob ein Jude über Judenwitze macht? Das macht für mich zum Beispiel schon einen Unterschied. Oder ein Schwarzer über Schwarz. Oder das ist so ein bisschen, auch da gibt es mit Sicherheit Grenzen oder Sachen, die Menschen, also auch Juden verletzen können, auch wenn sie von einem Juden kommen, weil jeder hat unterschiedlichen Humor und unterschiedliche Geschichte. Das macht für mich einen Unterschied. Ja, und Böhmermann hat sich ja nicht über eine Volksreligions irgendwie Gemeinschaft ja lustig gemacht, ne? Das ist ja auch ein Unterschied. Also er hat sich ja wirklich was ja viele sagen, also Satire ist ja eigentlich, wenn man quasi nach oben tritt und nicht nach unten, ne? Und das hat ja Böhmermann im Endeffekt, also ob das jetzt geschmackvoll war oder nicht, darüber kann man sich streiten, ob das jetzt irgendwie so klug war. Aber auf jeden Fall hat er ja eine bestimmte Person, die auch noch an der Macht ist, sich quasi vorgeknüpft und kritisiert mit... Und er hat keine Vorurteile bedient. Also er hat jetzt nicht... Wenn man jetzt, also ich zum Beispiel fand die Ausdrucksweise von Böhmermann jetzt ein bisschen
deftig. Ich bin aber generell ein großer Böhmermann-Fan und ich bin ein großer Erdogan-Kritiker. Von daher war das für mich in dem Fall jetzt okay, aber die Frage ist natürlich völlig zu Recht, weil zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht sicher, ich will immer nicht sagen, welche Zeitung es war, wenn ich mir nicht sicher bin. Ich glaube, es war eine, ist auch egal, auf jeden Fall war es eine Zeitung, die in Deutschland diese Karikatur von Bibi gebracht hat letztes Jahr Januar war es, glaube ich. Und was, der Spiegel? Nee, ich glaube, es war die FAZ oder so. Ich will jetzt das nicht sagen und dann habe ich Unrecht. Ist auch egal. Ich glaube, es war aber auf jeden Fall eine deutsche Tageszeitung, keine Wochenzeitung. Okay. Mhm. Auf jeden Fall haben die ihn dann so mit diesen Ohren so gemalt und die Nase und dann war da eine Rakete mit der Israel-Flagge drauf oder dem Davidstern. Und das wiederum ging gar nicht, weil solche Karikaturen haben sie dann halt auch gezeigt, gab es in den 30er Jahren schon, wie man halt Juden per se dargestellt hat. Ja, und Böhmermann hat ja in dem Fall nicht über Türken per se gesprochen oder Muslimen per se, sondern über Erdogan. Und das ist was anderes, wie du schon sagst. Es ist halt eine Person und es ist nicht eine ganze Volksgruppe oder Religionsgruppe. Ich glaube, da ist der Unterschied so ein bisschen für mich und für dich ja. Ja, da schreibt einer, Süddeutsche war das. Ach, danke schön. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt. Ich sag's nochmal laut, die Süddeutsche. Genau. Vielen Dank. Ja, dann lass uns mal zum nächsten Thema. Wir haben ja noch ein paar Themen. Also, ach so, ganz kurz, genau. Also, was zu Lisa Eckhardt. Also, klar, ich fand, dass ihr natürlich schon zu viel Publicity auch gegeben wurde, natürlich durch die ganzen dann. Auf der anderen Seite finde ich das auch gut, dass das Thema auch mal irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil ich fand zum Beispiel letztes Mal, als ich noch vor ein paar Monaten sie kritisiert habe, haben nur ganz, ganz wenige Zeitungen darüber geschrieben. Ah, siehst du mal. Ja, das war noch vor ein paar Monaten, kam jetzt plötzlich von der hat die jüdische Allgemeine was dazu geschrieben, weil sie irgendwie ein Video von ihr ausgestrahlt haben, im Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist zum Beispiel das, was überhaupt nicht geht, dass eben die quasi die staatlichen, die öffentlich-rechtlichen Sender sie quasi bezahlen dafür, dass sie irgendwie antisemitische und rassistische und homophobe braune Flüssigkeit von sich gibt. Also das... Ich glaube, für sie im Moment ist es auch negative Presse, ist halt auch Presse. Ne? Sie nimmt das jetzt einfach so mit und man kann sich, die Diskussion, die ich so verfolgt habe, sind ja auch super viele stehen hinter ihr und sie wird sich auch dadurch eine größere Fanbase wahrscheinlich aufbauen können, was umso trauriger ist, aber... Ja, aber die Öffentlich-Rechtlichen hätten sich viel deutlicher, finde ich, da irgendwie... hinstellen können. Mhm. So. Nächstes Thema, Sarah. Wir switchen mal langsam in den Nahen Osten. Wo wir uns ja auch. Wir reden überhaupt so viel über Deutschland, ne? Sind ja gar nicht vor Ort. Ja, was haben wir als nächstes? Libanon. Ich wollte ganz gerne mal deine Meinung auch zum Libanon wissen, weil ich glaube, dass wir da sogar ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, um denen, die zugucken. Es geht darum, dass ja wirklich tragisch und traurigerweise diese Riesenexplosion im Libanon stattgefunden hat oder passiert ist. Und das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und für alle, die es nicht wissen, Israel und Libanon sind verfeindet. Also wir stehen wirklich überhaupt nicht gut zueinander. Das ändert nichts an der Tatsache, da spreche ich, glaube ich, für Jenny und mich und ganz viele andere Menschen hier um uns herum, die das trotzdem sehr bedauern, was da passiert ist und das niemandem wünschen und das sehr traurig finden. Und deswegen hat Israel, und das finde ich super, auch sofort Hilfe angeboten mit vielen anderen Staaten und medizinische Gerätschaften schicken wollen, weil wir natürlich hier super gut entwickelt sind. Und natürlich können wir nicht vor Ort, wir können nicht vor Ort helfen, wir können nicht IDF schicken, also unsere Armee, weil das einfach für uns sehr gefährlich wäre. Aber wir wollten halt auf anderem Wege helfen. Mhm. Und dann hat Israel in Tel Aviv ans Rathaus auch noch die Flagge oder die Farben auf jeden Fall dieses... die Flagge, ja. Wie sagen immer alle? Pray for Libanon, dann pray for Paris, sowas halt gemacht, ne?
Das weiß ich nicht, ich habe nur die Flagge gesehen. Also, das fand ich too much. Und es waren noch ein paar andere too much. Und das Schlimme ist, der Libanon hat sowohl unsere Hilfe mit den medizinischen Geräten ausgeschlagen und hat super schlecht über Israel hergezogen. Und die Menschen haben über die Flagge noch viel schlimmer gesprochen, haben gesagt, dass die wollen unsere Hilfe nicht, die wollen nicht unser Mitleid und so weiter. Aber ich glaube, du hast sogar die Flagge gepostet, deswegen glaube ich, siehst du das anders als ich. Ja, also ich verstehe deine Kritik und ich verstehe sogar wahrscheinlich noch besser die Kritik von einigen Israelis, die vielleicht dann auch ihre Angehörige vielleicht auch im Libanon, im Krieg gegen Libanon vielleicht verloren haben. Ne? Das ist ja quasi für uns, die ja noch nach Israel eingewandert sind, nochmal eine ganz andere Geschichte, weil wir da nicht so drinstecken. Ja. Unsere Familien sind noch nicht irgendwie und unsere Kinder und so weiter noch nicht irgendwie in der Armee gewesen, Krieg und so weiter. Und dann quasi das, die Flagge dann ja ans Tel Aviv Rathaus zu hängen von der, ja, von dem Land, was uns tot sehen soll. Genau, was eben auch Israelis halt umgebracht hat im Krieg. Auf der anderen Seite fand ich das irgendwie auch so ein starkes Zeichen. Also wir müssen ja, ich meine, dieser Zustand sollte ja auch nicht ewig so sein, ne? Dass wir halt im Krieg mit unseren Nachbarn ist. Heute kam übrigens, hast du wahrscheinlich mitbekommen, die große Nachricht, dass Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten irgendwie einen Friedensvertrag irgendwie geschlossen hat. Also da gibt es durchaus schon Entwicklungen und ich finde es auch wichtig. Also müssen wir so weit sein, dass wir vielleicht auch diese emotionale Feindschaft irgendwie überwinden und voneinander profitieren und uns vielleicht irgendwann mal mögen. Und das wäre ein Traum. Das wäre ein absoluter Traum. Ja, und ich fand, das war halt ein sehr, sehr starkes und mutiges Zeichen von der Stadtverwaltung, dass mal das einfach zu sagen, so, hey, wir gehen einen Schritt auf euch zu. Aber ist nicht medizinische Unterstützung schicken schon ein Schritt auf jemanden zugehen, was nicht emotional ist, aber eine Flagge ist dann, also so diese Bekundung. Ja, aber das hatte doch, guck mal, das ging doch voll um die Welt. Also das war ja auch dann überall auf Social Media. Also das haben dann, weißt du, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Libanesen gab, die gesagt haben, so wow, krass, also dass Israel quasi, die mit uns verfeindet sind, unsere Flagge als Solidarität für die verstorbenen Menschen. Und das war ja dann ganz eindeutig ein Zeichen Solidarität mit der Zivilbevölkerung und halt nicht mit der korrupten Regierung und mit Hezbollah, mit der Terrororganisation und so weiter, sondern es war halt so, hey, wir sind mit euch, mit den Menschen, die umgekommen sind, die verletzt sind und so weiter. Und, wie gesagt, also ich verstehe die Bedenken und die Kritik und sozusagen den Schmerz dabei, aber ich fand das ein starkes Zeichen war. Mutig auf jeden Fall. Ja, genau. Und was Libanon angeht, ich habe dann zufällig bin auf einen Artikel gestoßen, das habe ich dir auch, glaube ich, weitergeleitet. Das fand ich dann wiederum echt krass, also dass die dass Mossad, also der israelische Geheimdienst, die Deutschland, also dem das muss man entschuldigen, wir sind Mamas sind abends auf jeden Fall echt müde und an solche Themen hier, wir geben uns Mühe. Ich hoffe, es gucken auch ein paar Eltern hier zu. Verfassungsschutz, so, jetzt habe ich das Wort. Genau, dem deutschen Verfassungsschutz die Info halt weitergegeben haben, dass es in Deutschland, also anscheinend in Süddeutschland, man weiß nicht genau wo, die halten das halt geheim,
ein Ammoniumnitratlager, was auch immer, von der Hisbollah in Deutschland gab. Das Und bestätigt, ne? Das ist wirklich bestätigt worden. ja. Das Also ist so anscheinend, krass. ja, total. Also anscheinend hat der Mossad irgendwie schon im Mai die deutschen Behörden halt gewarnt und die haben das dann auch tatsächlich gefunden. Was mich dann wiederum wirklich wundert bei den deutschen Sicherheitsbehörden, Ja. warum Und muss. kein Koffer. Also das ist ja Mengen, das ist ja eine Halle wahrscheinlich voll, ich weiß nicht, oder ein Container oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie muss doch sowas auffallen. Ja, und vor allem, nein, ich meine, klar, Mossad ist gut, und aber ey, warum muss ein ausländischer Geheimdienst den deutschen Behörden sagen, dass Leute, da gibt es eine Terrororganisation, die ja, muss man jetzt dazu sagen, erst vor kurzem als Terrororganisation ja komplett eingestuft wurde, was ja auch echt ein Skandal ist, aber das ist eine andere Geschichte, die darauf hinweisen müssen, dass die da ein Ammoniumnitrat für einen riesen Anschlag irgendwo lagern. Aber ich Also. könnte mir vorstellen, das ist natürlich, weil wir einfach, wir haben die viel mehr auf dem Schirm, weil wir viel mehr Probleme mit denen zu handeln haben. Während ja Deutschland, wenn man ganz ehrlich ist, hat ja jetzt nicht diese gleichen Probleme wie wir. Und vielleicht, ich will die nicht in Schutz nehmen. Ich finde das krass. Ich finde das super Ja, aber das ist krass. doch nicht die erste Geschichte, Sarah. Das ist doch, sorry, aber der Verfassungsschutz hat Warnung bekommen damals bei dem Anschlag in Berlin. Ja. Haben sie zu spät reagiert, war dann zu spät. NSU, also jetzt wieder die Geschichte. Also was macht der Verfassungsschutz eigentlich? Ich meine, das ist ja irgendwie. Wir sollten mal Also, jemanden einladen in unseren Talk vom ja. Verfassungsschutz. Was macht ihr denn Was so den ganzen Tag? macht ihr den ganzen Tag? Genau, Ja. was ist denn euer Aber also Traumberuf? wenn man sich das mal so generell anschaut, ich will jetzt nicht so ein Deutschland-Bashing machen, aber natürlich, wir sind ja auch ausgewandert und nach Israel eingewandert. Aber wenn man sich das mal so anguckt, das war wirklich eigentlich witzig, aber in der Berliner Synagoge war auch jemand, der dann da einbringen wollte mit einer Waffe und hat antisemitische Sachen geholt und so weiter. Zum Glück war diese Synagoge geschützt von Securities. Und die haben ihn auch überwältigt. Also okay, aber der Mann ist am gleichen Abend wieder nach Hause gegangen. Also Ach frei. ja, die Geschichte, Und ja. ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas einfach nicht. Es schüttelt mich. Und es ist ja, wir haben ja Halle gesehen. Ich hoffe, jeder hier, der zuguckt, weiß, was, wenn ich Stichwort Halle sage, da gehen sofort ein paar Lampen auf, weil es ist halt einfach. Wir haben die Polizisten nicht vor den Synagogen stehen, weil es kein Risiko gibt. Und dann jemanden, der sogar schon zu einer Synagoge hinkommt und so einen Aufstand macht, am gleichen Abend nach Hause gehen zu lassen, selbst wenn er, ich habe den ja jetzt nicht verhört, den Mann, ich kenne ihn nicht, aber selbst wenn der gesundheitliche Probleme hat, dann ist das auch niemanden, den ich am gleichen Abend nach Hause gehen lasse, weil der ist ja trotzdem gefährlich dann für jüdische Menschen vielleicht oder generell Menschen. Also ich weiß nicht, in Deutschland gefallen mir solche Sachen auch nicht allgemein. Wie Ja, einfach mit dem Haus umgegangen wird. das stimmt, das Da sind stimmt. wir wie Deutschland ein bisschen härter drauf. Kann man jetzt nicht anders sagen. Da kamen noch ein paar Kommentare wegen Libanon. Ich bin da eher bei Jenny, auch weil Krieg eigentlich nicht zwischen Bevölkerung geführt wird. Also das halt zwischen den Menschen und dann NSU-Akten schreddern, genau. Also. Das haben wir gesagt, dass die da versagt haben. Wolltest du noch was zu Libanon sagen oder Zu dem jetzt nicht? Kommentar jetzt? Nee, Oder generell, ist alles nee, gesagt? Ich alles gesagt. wünsche tatsächlich, ich habe auch einen Kollegen, einen ehemaligen Kollegen, der ist auch vor Ort und berichtet da und auch einen Fotografen. Und ich hoffe einfach, dass es den Menschen schnell besser geht und dass sie die Hilfe Ja. bekommen, die sie brauchen. Und das stimmt natürlich, ich habe ja auch kein Problem mit Libanesen, ne? Also. Ja, ich hoffe vor allem, also das ist ja, wir sehen ja jetzt auch in Weißrussland und in Libanon, wie schwer so ein Kampf für Demokratie eigentlich ist. Und Ja. da hoffe ich Deswegen eigentlich, also. müssen wir sie schützen. Und da sind wir jetzt bei Bei.
Perfekt über dein Genau. Apropos Demos und Aufstand, also ja, wobei man muss schon sagen, also vor allem als Israelis, die ja hier leben, ist das natürlich eine so derart andere, ganz andere Liga, als das, was jetzt irgendwie Libanon und Weißrussland irgendwie vor sich geht. Weil ich merke auch auf Social Media, dass sehr, sehr viele Menschen, ja, vielleicht nicht vergleichen, aber doch irgendwie so den Eindruck haben, dass es irgendwie in Israel auch mit der Korruption und Demokratie so ähnlich zumindest wie jetzt Libanon, Weißrussland etc. und andere Länder, die man ja so kennt. Also es ist noch nicht mal, ich habe ja auch schon darüber Vorträge gehalten und ich finde das wirklich wichtig. Ich zeige auch immer wieder, also gerade wenn es jetzt um israelische Politik geht, auch wenn es um Korruption geht, wenn man sich den Korruptionsindex, den weltweiten Korruptionsindex anguckt, dann ist Israel relativ weit oben. Also Deutschland steht natürlich besser da, aber Israel ist zum Beispiel vor noch einigen EU-Ländern. Also da sind einige EU-Länder viel, viel sozusagen, schneiden viel schlechter ab im Korruptionsindex als Israel. Das ist wirklich wichtig zu sagen, dass die Leute da auch irgendwie so eine ja, Einschätzung irgendwie haben, sondern so eine Einordnung. Ich bin da Ja. total bei dir. Das ist auch immer so ein Thema, da geht echt mein Puls durch die Decke. Das ist so schwierig für mich, da dann einfach auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn ich höre, wie immer gegen Israel gewettert wird und Pinkwashing, was zum Beispiel hier gesagt wird, bezogen auf die Rechte für Homosexuelle. Wenn du dir den Nahen Osten anguckst, dann sind wir das einzige Land weit und breit, in dem Homosexuelle wirklich frei und glücklich leben können und auf der Straße offen leben können. Sogar in einer Stadt wie Jerusalem. Also meine Nachbarn gegenüber haben eine wundervolle Regenbogenflagge draußen hängen und denen geht's gut und die haben hier gar keine Probleme. Aber nein, natürlich sind wir nicht perfekt. Israel ist nicht perfekt. Unsere Regierung ist nicht perfekt. Kein Land ist perfekt. Aber man muss doch mal sehen, dass wir trotzdem besser uns, also dass es hier trotzdem besser ist, als also der Vergleich hängt für mich, das hängt, das sind Äpfel und Birnen einfach. In anderen Ländern werden Homosexuelle umgebracht. Hier ist es nicht perfekt. Hier gibt es Religiöse, die manchmal über die Stränge schlagen und es ist absolut nicht okay. Aber das ist kein Vergleich zu, dort ist ein Staat, der sagt, es ist okay, Homosexuelle umzubringen. Da sind wir einfach, das sind einfach verschiedene Welten und das Also, da muss man ja nicht mal weit gehen. Also, es gibt ja, wie gesagt, europäische Länder, die da also viel, viel undemokratischer sind als Israel. Und das finde ich schon wichtig, wie du sagst, also diesen sozusagen diese Einordnung zu machen. Und auf der absolut. anderen Seite, und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, gerade an meine YouTube-Community, weil sie auch das sehen und verstehen, dass wenn ich die israelische Regierung, Netanyahu etc. Kritisiere, dass ich das trotzdem sozusagen mit der Einordnung, dass eben Israel ein liberales, demokratisches, freies Land ist, wo man eben, wie man in einem demokratischen, freien Land eben Politiker und eine Regierung kritisieren kann, das auch tut. Absolut. Und ich bin halt genauso wie in Deutschland Leute irgendwie, die eben in der SPD sind, beispielsweise die CDU kritisieren und andersrum. Genauso bin ich jetzt irgendwie politisch eher in der Mitte und deswegen kritisiere ich halt, also nicht alles natürlich, aber bestimmte Sachen, was zum Beispiel Netanyahu und die Likud machen. Das gehört ja auch zu einer Demokratie dazu und zu einem politischen Diskurs. Das ist völlig okay, wenn man sich Länder anguckt wie die Türkei und Syrien. Wenn man da die Oberhäupter quasi kritisiert, dann geht man ins Gefängnis. Die haben einen deutsch-türkischen Journalisten, also einen Kollegen ja von Welt, haben die ins Gefängnis gesteckt. Der hat seinen Job gemacht. Hier wird niemand ins Gefängnis gesteckt, weil er berichtet.
Also klar gibt es auch hier Probleme, wie gesagt, aber wir sind weit entfernt von all dem, was sonst so passiert. Und Bibi ist, weiß Gott, nicht perfekt, aber er ist halt auch nicht einer, der Menschen umbringend ins Gefängnis steckt. Er hat sich ja scheinbar etwas zu viel Alkohol und Schokolade schenken lassen. Das ist auch nicht cool, aber es ist echt nochmal ein anderes Level. Und er steht dafür übrigens auch vor Gericht. Was auch nochmal zeigt, dass Israel halt da doch auch nicht davor Halt macht. Auch wenn er versucht, nicht vor Gericht zu stehen. Das finde ich sehr übel. Das finde ich nicht cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und deswegen ja. Gehen die Menschen gerade hier auf die Straße. Ich weiß nicht, wie viele es in Tel Aviv bei dir so sind, aber hier haben wir schon jede Woche ein paar Tausende. Ja, man muss dazu sagen, ich lebe nördlich in Ra'anana, nördlich von Tel Aviv, und Sarah lebt in Jerusalem. Genau, und es gibt ja, also mittlerweile haben sich tatsächlich die Demonstrationen nach Jerusalem irgendwie verschoben. Ja. Also es war am Anfang wirklich sehr, sehr alles irgendwie in Tel Aviv, und mittlerweile fahren irgendwie alle nach Jerusalem. Ich habe ehrlich gesagt auch gefragt, das ist immer so blöd, weil das Samstag halt ist und Schabbat so spät im Moment zu Ende ist. Deswegen war ich in Tel Aviv vor 2 Wochen, glaube ich, oder wann das war, auf der Demo. Und jetzt habe ich heute jemanden getroffen, aus einem Nachrichtensender, der nach Jerusalem fahren möchte, Samstagabend. Dann habe ich gesagt, fährst du nach Schabbat? Ich möchte mit. Also mal gucken, ob das klappt. Vielleicht klappt das, vielleicht nicht. Mal schauen, vielleicht bin ich am Samstagabend in Jerusalem. Aber auf jeden Fall, ich finde es ehrlich gesagt wichtig. Also ich sehe das auch als, klar, für dich ist noch ein bisschen was anderes als Journalistin, aber ich sehe das schon als auch irgendwo meine bürgerliche Pflicht, dass wenn ich sehe, dass irgendwas nicht so läuft, ich sehe, also uns geht es ja Gott sei Dank noch in der Corona-Krise noch relativ gut. Es gab irgendwie so eine Schocksituation kurze, aber dann ging es irgendwie einigermaßen wieder bergauf. Aber es gibt halt so viele Israelis, gerade im Bereich Kultur, gerade im Bereich Tourismus, die wirklich Existenz Ängste zerstört. Und nicht nur Ängste und, sind zerstört zum Teil, ne? Ja. Und ja, also ja, da hat nicht nur die Regierung natürlich, da ist auch Corona schuld. Aber die Regierung, die es vielleicht handelt hier und da, muss sich halt mit beantworten. Ja, und die Demos sind schon. Ja, also was denkst du denn über die? Also ich habe vor ein paar Wochen über die Demos berichtet und mich da auch mit vielen jungen Leuten unterhalten. Und da hat ein Mädchen zu mir, fand ich auch was ganz Kluges gesagt, nämlich, dass Israel ein sehr junges Land ist mit 71 Jahren. Und 71, ne? Sind wir noch nicht 72? Sind wir schon 72? Ja, 72 Jahre. 72 Jahre. Immer noch sehr junges Land, und sie meinte, wir haben ja hier auch viele andere Probleme und Kriege und so weiter, aber jetzt gerade ist so der Punkt, wo die jungen Leute halt einfach aufwachen, dass sie merken, sie müssen halt auch einfach mal auf die Straße gehen, wenn sie was verändert sehen wollen. Also sie können nicht einfach nur sagen, auch Baby ist doof oder es gefällt mir nicht, sondern sie müssen halt auch was dafür tun. Sie meinte, es darf man sich übel nehmen, so lange existieren wir ja noch nicht. Und sie hat das verglichen mit der Berliner Mauer. Sie meinte, irgendwann sind die Leute hier auch aufgewacht und sind dann so auf die Straße gegangen, bis die Mauer gefallen ist. Und sie meinte, das passiert jetzt auch. Und als ich mit ihr gesprochen habe, hatte ich auch echt so das Gefühl, dieser Spirit ist im Land. Und jetzt so ein paar Wochen später, also es verbessert so ein bisschen. Natürlich gehen irgendwie immer noch 10.000 Leute hier demonstrieren einmal die Woche. Aber es ist irgendwie sehr gemischtes Publikum, und es ist, die Leute gehen aus unterschiedlichen Gründen, und dann sind da Feuerspucker und halbnackte Menschen, und so richtig verstehe ich, es ist mir gerade nicht mehr so ernst genug, dass sie es wirklich zielstrebig das verfolgen, was sie noch vor ein paar Wochen verfolgt haben. Und ich hatte das Gefühl, sie hätten irgendwie so ein bisschen Druck ausüben können, aber irgendwie glaube ich, Baby sitzt sowas halt auch einfach aus, ne? Was hältst du denn von dieser Aktion? Da habe ich auch, ich glaube, heute oder gestern was dazu getwittert.
Es ging ja irgendwie viral in Israel, diese vier schwangeren Frauen, die da im Norden von Israel, hast du das mitbekommen? Das war echt eine krasse Aktion. Also die sind alle vier im achten Monat, vier oder fünf Frauen, im achten Monat schwanger, alle mit Mädchen. Und alle kommen halt aus derselben irgendwie Gegend da im Norden von Israel und haben sich an die Kreuzung dort irgendwie im Norden hingestellt, haben sich solche Kleider irgendwie extra genäht, wo man halt den Bauch komplett sieht, aber sonst halt nichts. Und auch halt die Masken in derselben Farbe, also jeder hatte ein anderes Kleid, und haben dann geschrieben auf dem Bauch, das war dann ihr quasi Protest, haben auf dem Bauch geschrieben, sie möchte, oder nee, wer war das? Sie verdient Hoffnung, sie verdient Wechsel, also das Baby, ne, das Mädchen. Und ich fand das irgendwie doch cool und kreativ, und das merke ich schon, dass sich die, also wenn ich mit Israelis, auch so jungen Familien spreche, die sagen so, ey, ich habe schon keinen Bock mehr auf diese Politik. Und also die sind auch so ein bisschen müde. Zumindest die, mit denen ich spreche, auch irgendwie, ich bin ja voll drin und so. Aber die meisten irgendwie haben echt irgendwie, oder viele haben einfach keinen Bock mehr und sagen so, ey, irgendwie sehen wir auch irgendwie keine, also nicht keine Zukunft, aber die sind da doch ein bisschen. Es ändert sich halt irgendwie nichts. Du siehst, seit Monaten gehen 10.000 Menschen auf die Straße und es ändert sich einfach nichts. Es passiert nichts. Es ist. Ja, und die Linke ist irgendwie tot. Also, das ist ja auch etwas, was ich erwähnen wollte, dass die. Jetzt kamen irgendwie die Umfragen, ne? Weil ja vermutet wurde, dass wir vielleicht nochmal wählen müssen. Wieder. Wieder. Ja, yay! Macht so Spaß. Das kann ich nicht erzählen. Das ist wahnsinnig teuer fürs Land, weil wir gehen dann nämlich nicht arbeiten an dem Tag. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland ist es ja immer an einem Sonntag, und in Israel bekommen wir einfach mal einen kompletten Tag frei. Da steht einfach, dass die Leute auch wirklich zum Wählen gehen können. Genau, genau. Das passt Dienstags normalerweise, ne? Ja. Genau, genau. Ja, aber, nee, was ich, also schockierend, aber nicht überraschend fand, ist halt, dass bei diesen Wahlumfragen erstmal ganz total abgekackt hat. Also der war dann nur noch bei ich glaube, 11 Sitzen oder sowas. Aber der hat auch alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Also, dass der nicht mehr Fuß in dem Land fassen wird. Ja, ich sag ja nicht überraschend. Aber was echt schockierend war und aber auch nicht überraschend, die Avoda, die Arbeiterpartei, hat 0 Sitze. 0. Krass. Verstehst du? Ja, das ist krass. Krass. Und da haben halt echt, also ich finde. Da helfen auch deine vier schwangeren Frauen nicht. Da müssen die 4.000 schwangere Frauen auf die Straße für gehen. Naja, auch das hilft nicht. Wir sehen ja, 10.000 gehen auf die Straße. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich einfach alles brachlegen. Ich glaube, die Menschen müssen sagen so, und wir öffnen einfach nichts mehr. Keine Schulen. Ja, aber das ist was ich meine. Also was mich daran auch schockiert. Ich meine, ich. Ich bin jetzt auch kein Avoda-Mitglied, aber ich finde, ein Avoda ist wichtig für soziale Gerechtigkeit etc. etc. Und das macht mir schon, muss ich sagen, das macht mir schon Sorgen. Also wie gesagt, ich bin da eher politisch in der Mitte. Mir macht das wirklich Sorgen, dass es eigentlich die Rechte immer stärker wird. Also das ist nicht die Extremrechte, aber du hast halt die ultraorthodoxen Parteien, die ich absolut unter aller Sau finde. Du hast halt diese Yamina und Israel Beiteinu und so weiter, die einfach nur irgendwie weggehören. Also ich würde es viel mehr begrüßen, wenn wir halt irgendwie Likud, die ja quasi eine konservative eigentlich Mitte-Rechtspartei ist, wenn die von mir aus stark ist, wenn es eine starke Mitte gibt und dann eine starke irgendwie Linke halt so
aber sozialdemokratische Linke gibt. Ich brauche keine extreme Linke, aber verstehst du? Und das ist einfach echt irgendwie, also es ist immer noch irgendwie, wie gesagt, alles im demokratischen irgendwie einigermaßen Rahmen, aber mir macht das schon Sorgen. Und das ist auch eins der Gründe, warum ich auch auf die Demo gegangen bin, weil ich nicht gut. Die Richtung ist nicht gut. Man darf gespannt sein, wo es hinführt. Wir werden hier auf jeden Fall in dem Talk wieder drüber sprechen, wenn sich da was ergibt. Ich finde, wir könnten auch mal darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es interessant ist für den einen oder anderen über die Parteien oder zumindest, was mir so ein Thema ist, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, ist, dass meiner Meinung nach wird Staat und Religion getrennt. Das ist ein spannendes Thema. Das können wir vielleicht mal, ich glaube, dass da sind wir auch vielleicht, haben da verschiedene oder zumindest andere irgendwie Ansichten. Das ist ein interessantes Thema. Das sollten wir vielleicht für den nächsten Talk aufheben. ganz kurzer Aufruf. Also wir sind, danke erstmal irgendwie fürs Zuhören, Zuschauen. Yes. Bis hierhin. Das waren jetzt die Themen, die wir vorbereitet haben. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, du siehst den Comment nicht, ne? Nein. Okay. Das müssen wir auch nochmal rausfinden, wie du die auch sehen kannst. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die bitte. Wir sind ja auf Twitter und auf YouTube live und ich sehe auch alle Kommentare, die dann über Twitter und über YouTube kommen. Also wenn es noch Fragen gibt, raus damit. Wir warten noch ganz kurz. Genau, natürlich, wenn ihr noch Wünsche habt zu Themen, wir werden es wahrscheinlich, so wie wir das im Moment geplant haben, unsere Online-Talkshow alle 2 Wochen live gehen. Ja. Und dann halt die aktuellen Themen vorbereiten. Also wenn ihr auch Themenvorschläge habt, was euch irgendwie brennend interessiert, was zu Israel, Deutschland, Antisemitismus, Sonstiges. Da sind wir. Danke, keine Fragen. Kommentar, das ist schon mal gut. Das ist höflich. Ist okay. Wir haben halt auch einfach alles beantwortet. So. Ja, Leute, also wenn es dann keine Fragen gibt, Sarah, möchtest du noch irgendwas loswerden, was du auf dem Herzen hast? Ah, da kommt... Ja, Wenke wünscht sich feministische Themen. das ist auf jeden Fall gut. Wir können auf jeden Fall mal über Feminismus in Israel sprechen. Ist auch spannend. Ja, oder ihr hört einfach meinen Vortrag zu dem Thema. Nein, Spaß. genau, ich habe einen ganzen Vortrag. Feministische Emanzipation in Israel. Oh, da kommt, warte. Da kommen... Ich mache mal Bewegung. Dann kommt ein I. Und es kommt eine Frage aus YouTube. Wie steht ihr denn das neue Verhältnis zu den Vereinten Arabischen Emiraten? Aber da haben wir ganz relativ am Anfang kurz dazu darüber gesprochen. Wie stehst du oder wie siehst du? Wie seht ihr, wie seht ihr das neue Verhältnis? Wie siehst du das neue Verhältnis? Also ich bin jetzt nicht genug im Thema drin, das ist ja ganz frisch heute auch alles so weit passiert, aber generell finde ich es immer gut, wenn wir es schaffen, eine Basis zu finden, eine friedliche Basis zu finden für Austausch und Frieden, also für mich persönlich immer die bessere Alternative zu Nicht-Frieden oder nicht guter Beziehung. Aber ich sehe das, ja. Ich sehe das ein bisschen. Ist trotzdem ein schwieriges Land, finde ich auch. Ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite finde ich das wichtig, mit Ländern aus der Region, eben wie du sagst, Frieden zu haben. Auf der anderen Seite ist das immer so eine heikle Sache, wenn man eben mit Ländern, die
sag mal, problematische zu Menschenrechten irgendwie und Frauenrechten und so weiter, ist es nicht, ja, es ist nicht so einfach. Aber das ist halt so die Sache, dann keinen Frieden zu haben und die behandeln weiterhin Frauen schlecht oder Frieden zu haben und eventuell ja dann auch irgendwann mal, nicht jetzt übermorgen, haben wir keinen positiven Einfluss darauf, aber vielleicht über die Jahre hinweg, über eine bestimmte Zeit. Ich meine, wir wünschen, wir, die jetzt auch hier wahrscheinlich zugucken, sind einfach schon anders sozialisiert und aufgewachsen. Deswegen ist es für uns was Normales. Aber in manchen Ländern ist es halt einfach noch ein bisschen rückläufig. Und das geht halt leider nicht innerhalb von einer Woche. Also ganz ehrlich, Deutschland in den 70er Jahren, da haben Frauen auch noch nicht entschieden, wann sie wo arbeiten gehen, sondern der Ehemann hat das unterschrieben. Und eheliche Vergewaltigung war, glaube ich, bis in die 90er recht völlig okay. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir seit 150 Jahren keine Probleme mehr mit solchen Themen hätten. Und es bedarf halt Zeit. Und dann finde ich es besser, wir haben jetzt vielleicht so einen Nenner gefunden, wo wir dann auch eventuell irgendwann positiven Einfluss haben. Absolut. Ja, da stimme ich dir zu. Die Welt geht eh unter mit Corona. Das ist eh alles vorbei. Komm mal auf so einer ganz negativen. Ich krieg gleich katastrophische Zustände hier in Israel. Ich liebe Israel. Es ist meine Heimat, aber ich war noch nie so lange nicht in Deutschland wie jetzt. Bald ein Jahr. Ja. Und es reicht. Ich möchte jetzt auch mal raus. Also zieht eure Masken an, über die Nase. Wascht euch die Hände, haltet Abstand, damit wir bald alle wieder nach Israel zum Hummus essen können und nach Deutschland. Genau. Also es kam übrigens nur so kurz zur Info, weil das ja so viele interessiert. Es gibt noch keine Öffnung, also noch nicht für alle Länder, auch noch nicht für alle europäischen Länder, gibt es offene Grenzen nach Israel, leider. Ich hoffe sehr. Ja, ich hoffe auch. So, aber jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Ja, wir können auch ins Bett. Ja, und Sarah, erste Folge geschafft. Wir haben es geschafft. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mehr. Wer Lust hat, kann es auf jeden Fall gerne teilen und kommentieren und weitersagen. Wir freuen uns, weil uns, glaube ich, einfach die Themen sehr am Herzen liegen. Und wir froh sind, wenn wir für Diskussionen sorgen und vielleicht auch hier und da für Aufklärung und Informationen. Freuen wir genau. Uns. Schreibt uns gerne, Sarah, mir, Twitter, Instagram, whatever. Und genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zur Folge 2. Tschüss.